Du hast mit iRacing angefangen und dieser ganze Kram mit den Lizenzen und den ganzen Disziplinen ist für dich völlig Banane und du siehst da nicht durch. Gib mir deine Hand. Ich nehme dich mit auf eine Reise. Moinsen, Freunde der Sonne. Im Stream haben mich ein paar Leute darauf angesprochen, wie das denn mit den Lizenzen läuft in iRacing und das ist für sie wohl schwer zu verstehen. Kann ich nachvollziehen? Ist nicht ganz so simpel, muss man erstmal einsteigen in die ganze Thematik und deswegen gibt es dieses Video. Nehmen wir uns mal den Kleinen vor und du bist auf der Startseite. Dann siehst du rechts an der Seite 5 Disziplinen. Sportscar, Oval, Formel, Dirt Oval und Dirt Road. Und die werden wahrscheinlich, wenn du gerade dich eingeloggt hast und neu bist, rot sein. Rot bedeutet, du bist ein Rookie. Dort gibt es Free Content, den kannst du fahren, bis du dann in D angekommen bist. Jetzt stellt sich dir die Frage, wie komme ich denn in D rein? Super simpel. Es gibt MPR-Rennen. Das ist sowas wie, naja, sagen wir mal Ranked Games, die gewertet werden. Oder Ranked Rennen, die gewertet werden. Um nun also aus deinem Rookie-Rennen rauszukommen, und wir gehen mal in Sportscar rein, wo du den Mazda Cup fahren kannst, müsstest du theoretisch 4 MPR-Rennen fahren. Also 4 gewertete Ranked Games oder Ranked Rennen. Oder du kannst 4 Time Trails fahren. Was du in deinem Profil auch sehen kannst, wenn du auf Sportscar drückst, geht ein Statistikfenster auf und dort findest du rechts an der Seite eine Spalte, wo das drin steht. Um aber aufzusteigen in D, also nicht am Ende der Season, was durchaus auch passieren kann, wenn du über eine gewisse Grenze an Safety Rating bist, wirst du am Ende der Season, wenn Woche 12 vorbei ist, hochgeschickt. Aber du in der Season aufsteigen möchtest, dann brauchst du 5,0 Safety Rating und die gesagten 4 MPR-Rennen oder Time Trail. Das heißt also, du hast das jetzt absolviert, bist super sauber gefahren für Safety Rating, wirst also nun hochgeschickt in D und dann geht das wieder los. D ist orange. Und wir bleiben mal bei Sportscar. Was fährst denn dann? Dann kannst du deinen Client aufmachen, kannst bei Official Races reingehen und kannst dir da was raussuchen, was du gerne fahren möchtest. Ich gebe da nichts vor, weil das für jeden selber, der soll seinen Weg finden. Ich bin auch nicht so der Freund von, ja, das machst du jetzt hier und dann kriegst du maximales Safety Rating und dann bist du super schnell in A. Ich bin nämlich der Meinung, dass der Prozess hochzukommen in die höheren Klassen definitiv ein Prozess sein sollte, ein Prozess des Lernens und das Lernen mit Fahrern auf deiner Stufe. Wenn du jetzt natürlich ein bisschen, ja, sag ich mal, erfahrener bist und du hast vielleicht schon deine 8, 9, 10.000 Stunden in Simracing, gibt es natürlich hier und da ein paar Shortcuts, wie zum Beispiel den Ringmeister zu fahren. Da fährst du dann aktuell 3 Runden auf der Nordschleife. Wenn du da ein sauberes Rennen fährst, kriegst du super viel Safety Rating und dann geht das ruckzuck. Dann hast du deine 5-0, hast du voll und das sind auch MPR-Rennen. Aber für die anderen Leute, die jetzt sozusagen damit einsteigen, macht ruhig, genießt den Prozess, lernt das Fahren. Und als kleinen Tipp von mir, Crash Avoidance is King. Was bedeutet, versucht einfach hellseher zu sein und die Unfälle zu sehen, obwohl sie noch nicht passiert sind. Aber kommen wir zurück. Sagen wir jetzt einfach mal, du bist in D. Und du hast dich dazu entschieden, Ferrari Challenge GT3 fix zu fahren. Das bedeutet, du kannst ab D Ferrari fahren, den musst du dir kaufen und auch die ganzen Strecken. Dazu gibt es auch noch Videos auf meinem Kanal, die das beschreiben, was man kaufen muss und wie viel zum Beispiel eine Season mit einem Auto kostet. Aber du hast es dir jetzt gekauft und dann geht dasselbe Spiel von vorne los. Du brauchst 5 Safety Rating, 4 MPR-Rennen oder 4 Time Trails. Was wiederum bedeutet, dass du das in C und B und A auch machen musst. Nur, dass nach A nichts mehr kommt, außer das W und dann bist du richtig krass, weil dann hast du irgendwelche E-Sports-Events gewonnen. Aber lasst uns mal nicht träumen. Also bei A hört es dann auf und du kommst bis da hoch. Mit jeder Lizenz schaltest du weitere Sachen frei. Beispielsweise in Road. In A sind GT3s drinne, also die Simucube-Serie, als auch die IMSA-Serie mit Multiclass. Da wollen die meisten eigentlich hin, die Road fahren, weil sie sehr gerne GT3s fahren, LMP2s oder LMDHs. Um die zu fahren, um die freizuschalten, musst du hochfahren bis A. Das kannst du aber auch sehen, wenn du im Client bist und du machst hier keine Filter an und dort sind bei Road oder Sportscar alle aufgelistet, hast du immer so einen kleinen Marker mit einer Farbe, der sagt, was du brauchst, um das zu fahren. Das heißt, es gibt zum Beispiel am Wochenende in der Consbit, nicht am Wochenende, aber es gibt eine Endurance-Serie,
Das ist die Conspid Endurance-Serie. Die kannst du beispielsweise auch mit C fahren. Andere wiederum kannst du nur mit A fahren, also zum Beispiel IMSA. Und wenn du dann runterfällst, was durchaus auch möglich ist, du kannst deine Lizenzen verlieren, dann kannst du das nicht mehr fahren. Und das ist das ganze System von Lizenzen. Ich möchte euch hier nochmal einen ganz kleinen Hinweis geben. Ihr könnt am Ende der Season, also eine Season geht immer 12 Wochen und dann ist Woche 13. Und in Woche 13 wird nicht gewertet, da gibt es auch MPR-Rennen. Aber nicht mehr die gängigen, die man so kennt, wie zum Beispiel jetzt die Simocube mit den GT3s und IMSA, die am bekanntesten sind, hast du die Möglichkeit, auch runterzufallen. Was bedeutet, wenn du am Ende der Season in deine Statistik gucken solltest und du fällst unter eine Grenze, dann wird dir das rot angezeigt. Was bedeutet, du wirst runtergeschickt in B, wenn du jetzt in A sein solltest. Selbiges geht von B auf C und D und so weiter und so fort. Du kannst aber auch am Ende der Season aufsteigen. Sagen wir mal, du hast jetzt die Grenze überschritten von 4,0 und bist bei 4,2 und die Season ist vorbei. Dann bist du in der nächsten Season in A, wenn du vorher in B warst. Ein kleiner Hinweis, es gibt sowohl einmal einen Minusbonus, was irgendwie widersprüchlich ist, weil Bonus ist ja, glaube ich, immer was Gutes, aber nennen wir es mal Minusbonus und Plusbonus. Es gibt so eine Grenze bei iRacing, wo man Plus bekommt. Da haben wir jetzt einfach mal, du stehst bei 4, irgendwas kurz vor einer Promotion, also dass du aufsteigst. Dann packt dir iRacing manchmal nochmal 0,5 Safety Rating mit drauf. Wo genau das ist, habe ich noch nie rausgefunden. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben, das wäre super nett, weil das ist manchmal ist das völlig random. Selbiges gilt aber auch für den Abzug nach unten. Das heißt, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie ein Safety Rating von 1,8 und du fährst so ein Rennen mit richtig viel, naja, Action. Und du hast sehr viele X'e gesammelt. X erkläre ich gleich nochmal für dich. Dann kriegst du einen riesigen Abzug noch oben drauf. Das heißt, du kannst manchmal 0,8 bis 1, schieß mich tot, Safety Rating verlieren. Jetzt ist die Frage Safety Rating. Wie wird das bei iRacing gerechnet? Ich erkläre euch kurz mal, wie man Minus, also wie Minus funktioniert. Wir nennen das immer X'e, weil es halt einfach ein X ist. Wenn du einen Off-Track haben solltest, dann bekommst du ein X. Wenn du einen leichten Kontakt mit jemandem hast oder du verlierst dein Auto, also die Kontrolle über dein Auto, kriegst du 2 X. Wenn du jemanden volles Brikett reinfährst und du hast einen übelsten Crash, hast du 4 X. Und so funktioniert das System. Wenn du jetzt jemanden beispielsweise wie ein NASCAR hinten anschieben solltest, gibt es 0 X. Und je mehr du davon hast, desto beschissener wird dein I-Rating. Nicht dein I-Rating, sondern dein Safety-Rating. Das heißt, du solltest immer gucken, dass du sauber fährst. Bevor sich jetzt jemand beschwert, dir kann einfach jemand volles Cartoon hinten reinfahren und du kriegst 4x. Das kann man nicht ändern, das kann man reporten, wenn man das möchte. Aber I-Racing kann das nicht auseinanderhalten, wer der Verursacher dieses Crashes war. Das heißt, bevor ihr euch jetzt darüber aufregt, das funktioniert übrigens in keiner Sim bis dato. Alle handhaben das gleich. Alle, die involviert sind, kriegen dieselbe Strafe. Jetzt solltest du auf jeden Fall aufpassen, wenn du hoch möchtest in den Lizenzen, so wenig X wie möglich. Also am besten 0. Ist nicht ganz so einfach, manchmal sammelt man welche, aber das wird dir definitiv helfen, wenn du nach oben möchtest, so wenig wie möglich mit anderen Leuten in Kontakt zu sein oder über den Streckenrand hinauszufahren. Und damit ist das ganze System erklärt, denn das, was ich dir anhand des Beispiels von Road jetzt gerade erklärt habe, funktioniert genauso in Oval, in Formula, Dirt Oval und Dirt Road. Ich wünsche dir sehr viel Spaß im Einstieg bei iRacing. Falls du sonst noch Fragen haben solltest, pack das doch einfach unten in die Kommentare rein. Dann kann ich gucken, ob ich dafür vielleicht nochmal ein Video mache und dir das etwas näher erkläre. Oder du kommst in den Stream und wir machen das da zwischenzeitlich, zwischen Tür und Angel irgendwie mal, dass wir dich abholen. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, Kakao.